Shalom, herzlich willkommen, guten Abend. Heute Abend haben wir einen ganz besonderen Vortrag zum Thema Mashiach 101. Was ist es überhaupt, Mashiach, Messias im Judentum? Was bedeutet Messias? Was bedeutet Mashiach? Wir werden das Mashiach nennen. Was ist die Rolle von Mashiach? Was ist es eigentlich im Judentum? Dieser Vortrag wird heute Abend gehalten, weil 29 Jahre zurück, heute Abend, hat der Rebbe, der Lubavitcher Rebbe, eine Rede gehalten. Ich war auch anwesend, wo er sagte: Tun Sie alles, was Sie können, und sehen Sie, bringen Mashiach zu dieser Welt. Ich habe meinen Teil gemacht, tun Sie jetzt alles Ihren Teil. Was ist es genau? Was ist Mashiach? Was ist die Bedeutung von Mashiach? Wie kommt es überhaupt? Wie entsteht es Mashiach? Was ist es genau? Man erzählt einmal, ein Mensch war beim Spazieren im Park und er hat festgestellt, zwei Mitarbeiter von dem Grünflächenamt. Der eine Mitarbeiter geht und macht ein Loch in die Erde. Die zweite Mitarbeiter kommt und deckt zu, eine Minute später die Loch und macht es so glatt. Dann laufen sie 10 Meter weiter. Die erste Grünflächenamt-Mitarbeiter geht und macht wieder ein Loch. Die zweite Mitarbeiter kommt gleich danach und macht die Loch zu. Sie laufen 10 Meter weiter. Und so passiert das immer wieder. Der Gast, der Spaziergang im Park gemacht hat, hat die Frage gestellt: Ich verstehe nicht, was los ist. Einer macht ein Loch, die zweite macht die Loch zu und sie machen das systematisch. Was ist System in diesen verrückten Art und Weise, was sie machen? Sagte: Hören Sie, wir haben normalerweise 3 Menschen in unserer Mannschaft. Die erste macht die Loch, die zweite legt einen kleinen Baum rein, die dritte deckt zu. Die Mittelmitarbeiter ist heute krank. Sollen wir nicht arbeiten? Warum leben wir? Was ist diese Welt? Was ist Mashiach? Das ist die Thema, die wir heute Abend besprechen werden. Dieses Thema hat viele Missverständnisse in der Welt und viele Menschen überall verstehen nicht wirklich, was der Mashiach, was der Messias ist und versuchen tatsächlich Fan von diesem Thema zu bleiben. Es gibt verschiedene Meinungen und verschiedene Zugänge. Und lasst uns beginnen vielleicht mit einer kurzen Einführung. Dass immer, wenn es gibt etwas in der Welt, die kontrovers ist, etwas, die bewegt, etwas, die eine große Bedeutung hat, gibt es immer viele Meinungen. Es gibt dafür, es gibt dagegen, etc., etc. So erlauben Sie mir, mit einer kleinen Geschichte zu beginnen. Einmal, jemand ist gekommen zu der großen Rabbi, Rabbi Levi Yitzchak von Berditschew, und er hat ihm für einen Segen gebeten. Rabbi Levi Yitzchak, der gelebt hat vor 200 Jahren, hat ihm gesegnet. Und dann sagte ihm: Wissen Sie, morgen Abend ist Yom Kippur. Kommen Sie in die Synagoge. Sagte: Lieber Rabbi, Sie sind nett, aber die Synagoge ist nicht meine Sache. Interessiert mich gar nicht. Synagoge ist nicht meine Sache. Bitte, lassen Sie mich in Ruhe. Sie sind ein netter Rabbi, guter Mensch, aber die Synagoge ist nicht meine Sache. Sagte: Warum? Sagte: Ich glaube einfach nicht an Gott. Sagte: Rabbi, dieser Gott, in dem Sie nicht glauben, glaube ich auch nicht. Was heißt das? Manche Leute denken, dass Gott ist irgendein alten Mann mit langen weißen Bart, der steht im Himmel mit einem großen Stock und wartet, uns zu strafen. Wenn das Gott ist, dann ist es auch nicht meinem Gott. Das ist aber nicht Gott. Gott ist das Wesen von alles. Viele Menschen haben ein Missverständnis, was Mashiach wirklich ist. Sie wissen nicht, was es ist. Es gibt viele Dinge, viele Bücher, verschiedene Religionen, die sprechen über Mashiach. Dass vorher kommt ein großes Krieg, etc., etc. Heute werden wir präsentieren, was Mashiach ist aus der jüdischen Sicht. Man muss sagen, dass vor vielen hunderten Jahren dieses ganze Thema von Mashiach in dem Weltgespräch war ein sehr
vom Christentum geprägt. Ich bin heute nicht hier, darüber zu reden, zu sagen, ob es gut oder nicht gut. Ich will heute über den jüdischen Zugang zu Mashiach. Was ist der Mashiach? Was ist die Zeit der Mashiach? So, als wir jetzt beginnen, habe ich eine kleine Bitte. Alles, was Sie überall und irgendwann über Mashiach gehört haben, legen Sie bitte auf die Seite. Für die nächsten 30, 40 Minuten. Legen Sie alles, was Sie gehört haben, alles, was Sie bis jetzt gehört haben über Mashiach, legen Sie auf die Seite. Mach einen neuen Blatt auf. Danach, wenn die Shiur zu Ende ist, dann können Sie es wieder aufnehmen und wieder überlegen. Aber lass uns mit einem klaren Kopf hier reinkommen. Zu dem Thema von Mashiach. Was ist eigentlich Mashiach? Wir werden das teilen in 5 Teilen. Was ist es überhaupt, Mashiach? Was ist es? Viele Menschen werden sagen, es hört sich komisch an. Eine neue Zeit wird kommen, damit die Welt existierte, immer die Welt wird weiter existieren. Was ist das überhaupt? Eine neue Zeit, die Ende von dieser Zeit. Die Welt geht einfach weiter. Neu, die Welt, gibt es kein Ende von dieser Zeit, eine neue Zeit. Auch die Sonne wird vielleicht in Millionen von Jahren irgendwann ausbrennen. Aber was ist es, eine neue Zeit? Die Welt geht einfach so weiter. So, Judentum erstmal stellt ein Grundprinzip, nämlich, es gibt ein Ziel in der Welt. Dass wir eine Aufgabe in der Welt. So, der erste Punkt, den wir heute Abend reden wollen, ist Ziel. Es gibt ein Ziel in der Welt. Judentum glaubt daran, als festen Grundfundament von der jüdischen Glaube, dass die Welt hat eine Bedeutung, die Welt hat ein Ziel. Wir sind nicht einfach da, um da zu sein, sondern das ist ein Fundament. Die Welt hat ein Ziel. Alles in der Welt braucht ein Ziel. Alles braucht ein Ziel, ein Purpose, ein Ziel. Ein Ziel in der Welt zu haben, ein Ziel im Leben zu haben, ist der Fundament. Und was ist die Ziel? Die Ziel ist, zu machen die Welt zu einem besseren Ort. Ein Ort von mehr Bewusstsein, mehr spirituellem Bewusstsein. Zu machen die Ort zu einem Garten. Nicht ein Dschungel, wo jeder macht, was er machen möchte. Wo keine Verantwortung übernehmen muss für die Umwelt, für die andere Person, für die Schwache, für die Kranke, sondern zu zeigen, dass wir Verantwortung haben. Und alle Menschen auf dieser Welt, alle fast 8 Milliarden Menschen auf diesem Globus, haben diese Verantwortung. Stellen Sie sich vor, eine Blume, die möchte gerade blüten. Einen Lied, die gesungen werden kann in der Symphonie. Und wartet nur, für die anderen Instrumenten mitzusingen. Stellen Sie sich vor. Jeder von uns ist eine Blume, die wartet zu blüten. Ein Lied, die wartet, gesungen zu werden. Jeder von uns hat ein Ziel. Jeder von uns hat eine Richtung. Jeder von uns will etwas erreichen. Das gilt im Leben. Das gilt im Business. Das gilt in Gemeinschaft. Das gilt in Gesellschaft. Das gilt in Regierung und überall. Jeder Sache, jeder Mensch, kollektiv und individuell, hat eine Aufgabe in dieser Welt. Und jeder hat eine bestimmte Kraft, eine bestimmte unverzichtbare Aufgabe, die nur durch diesen Person erfüllt werden kann. Eine Rolle, die nur durch diesen Mensch erfüllt werden kann auf dieser Welt. Das ist die Idee von Mashiach. Genau wir. Wie wir als individuellen Menschen eine Aufgabe haben. Wir haben auch für die gesamte kollektive Welt eine Aufgabe. Wir sind die Botschafter, die helfen sollen, diese Blume soll aufblühen. Wir sind die Dirigent in die Symphonie, die helfen soll, dass die Instrumenten sollen ein schönes Lied präsentieren. Wir sind diejenigen, die machen, dass die Träume die Idee verwirklicht werden soll. So, die erste Fundament, was wir heute lernen, ist die Fundament, dass die Welt ein Ziel hat. Dieses Ziel wird erreicht, wenn Mashiach kommt. Wenn Mashiach kommt, das ist eine Vervollständigung, diesen Ziel.
Das ist eine Vervollständigung des Ziels der Welt. Stellen Sie sich vor einen Moment, Sie haben einen wunderschönen neuen Zug. Die fährt auf die Schiene, aber kein Ziel hat. Die Zug fährt, aber es gibt kein Ziel. Macht das überhaupt Sinn? Jeder braucht ein Ziel. Jede Person, jede Geschäft, jede Gesellschaft, jede Entity, jede Existenz braucht ein Ziel. Sonst kann man nicht funktionieren. Stell dir vor, ein Business ohne Ziel. Man muss immer haben die Ziel erstmal vor den Augen. Die Welt hat auch ein Ziel. Und die Ziel ist, dass die Welt soll verwirklicht werden. Die Inhalt, die Ziel, die Aufgabe, die Grund, warum Gott die Welt gemacht hat, soll nach außen kommen. Mashiach ist ein integraler Teil von dieser Welt. Weil Mashiach heißt, dass die Welt kollektiv hat ein Bewusstsein über was unser Ziel ist. Warum sind wir auf dieser Welt, wie wir gleich erklären werden. Jeder Mensch versucht besser zu werden. Jeder Mensch im Prinzip, bei allen Menschen, auch wenn man die Wort Mashiach nicht nutzt, lassen Sie überhaupt die Frage stellen, was wollen die Menschen? Die Menschen wollen in dieser Welt was Gutes tun. Die Menschen wollen die Welt zu verbessern. Die Menschen haben Hoffnung. Die Menschen haben Glaube. Alle Menschen wollen was Gutes machen. Fragen Sie einen Mensch, was bringt Ihnen Freude? Was bringt Ihnen Sinn in dein Leben? Mehr zu haben? Mehr auf die Konto? Mehr zu essen? Mehr zu schlafen? Mehr auf dem Strand zu liegen bei Urlaub? Das ist vorübergehend. Aber nicht wirklich langfristig. Die Menschen sind wirklich haben wirklich Freude, wenn die Menschen tatsächlich ein sinnvolles Leben führen. Ich hatte mal einen Arzt, der ist gekommen ab und zu in die Synagoge, nur für die Hohen Feiertagen. Aber er hat nicht wirklich geglaubt. Er hat mir immer gesagt, ich glaube nicht. Und dieser Arzt hat ein Lebensziel gesetzt. Er möchte bestimmte Krankheiten lösen. Dass die Krankheiten sollen nicht mehr sein. Er möchte eine Heilung, einen Vakzin, eine Impfung, verschiedene Krankheiten, nicht sehr große Krankheiten, dafür gibt es viele Wissenschaftler. Krankheiten, unbekannten, nicht sehr gefährlichen, aber nicht desto trotz Krankheiten. Und das war sein Lebensziel. Und jeden Mal, ich habe mit ihm gesprochen, über Glaube an Gott, nicht von mir. Ich komme einmal im Jahr, zweimal im Jahr zu der Synagoge, nur für kulturelle Veranstaltungen. Und ich habe immer so ein bisschen gelacht. Aber wenn ich habe mit ihm über Gott oder über Mashiach gesagt, und ich habe so mitgelacht. Und er sagte, warum lachen Sie? Sagte, schauen Sie. Sag ich, warum willst du für deine Krankheiten, für deine Forschung, warum suchst du überhaupt Lösungen? Vielleicht gibt es keine Lösung. Vielleicht ist die Krankheit eine Krankheit. Warum musst du überhaupt versuchen, Impfungen und Lösungen zu finden, Medikamente zu entwickeln? Warum? Warum nicht einfach die, was gesund sind, sind gesund? Die, was krank sind, sind krank. Sagte, was heißt, ich will was Gutes tun. Habe ich ihm gesagt, du bist der Größte, was in Mashiach glaubt, was in Gott glaubt. Ein Mensch, der will was Gutes tun, das ist Mashiach. Mashiach ist, dass wir Gutes tun, dass wir die Welt zu einem besseren Ort machen, dass wir entdecken, dass die Welt, die profane Welt, was herum uns ist, in Wirklichkeit eine heilige Welt ist. Es ist nicht profan, es ist nicht nur weltlich, sondern alles in dieser Welt hat ein spirituelles Ziel. Wissen Sie, beim Sport, die Leute, die Sport folgen, man nennt die Sportfans. Fans kommt von dem Wort Fanatik. Man redet über religiöse Fanatiker und über Sport, aber nicht über Sportfanatiker und religious Fans. So, was ist Mashiach? Punkt 1. Mashiach ist Ziel zu setzen, damit wir Sinn im Welt sind. Wenn ein Mensch möchte die Welt besser machen, sinnvoller machen, mehr empfindlich, mehr Bedeutung, das ist Mashiach. Wir leben in einer Zeit, jetzt ist Corona, eine schwierige Zeit, aber im Prinzip im Vergleich zu anderen Generationen. Wir leben in einer guten Zeit. Wir haben viele Bequemlichkeiten.
die nie existiert hat in den letzten 5780 Jahren seit dem Anfang der Welt, was Gott erschaffen hat. Deswegen, wenn man viele Bequemlichkeiten hat, wird man auch entspannt. Man sagt, ist mir alles gut. Wer braucht eine Verbesserung global, kollektiv? Aber in Wirklichkeit, wir haben immer Herausforderungen und Schwierigkeiten, wie wir auch jetzt sind. Wenn jemand will die Welt besser machen, sinnvoller machen, das ist Mashiach. So zusammenzufassen, Fazit von dem ersten Punkt ist, Mashiach bedeutet, die Wille, die Welt besser zu sein. Mashiach bedeutet die Ziel von der Welt. Es ist nicht nur ein Glaube, das ist auch eine nachvollziehbare Erklärung, was wir heute gegeben haben. Kommen wir zu Punkt 2. Aber wie wird die Welt aussehen, wenn Mashiach kommt? Was ist es eigentlich, wenn Mashiach kommt? Die Wort für Exil auf Hebräisch heißt Gola. Die Wort für Erlösung auf Hebräisch heißt Geula. Die beinhaltet die gleichen Buchstaben mit einer Differenz. Ein zusätzlichen Aleph. Aleph ist die erste Buchstabe. Aleph bedeutet Gott. Wenn Mashiach kommt, werden wir die genaue gleiche Welt haben wie jetzt. Hier steht auch in Maimonides. Die gleichen Autos, die gleichen Zuhause, die gleichen Umgebung, die gleichen Welt. Nur wir werden die Aleph, die göttlichen Funk in jeder Sache sein. Wir werden die spirituelle Energie, wir werden die Sinn in die Sache sein. Deswegen wird sein kein Streit und kein Hunger und kein Krieg etc. etc. wie wir später lernen werden. So, wie wird die Welt sein? Was ist wirklich die Welt? Was ist wirklich die Ziel der Welt? Die Ziel der Welt ist, die Welt mehr spirituell zu machen. Mehr Bewusstsein. Wissen Sie, ein Mensch sagt, ich bin glücklich. Einige sagen, ich bin glücklich, wenn ich esse, wenn ich trinke. Das ist aber ein vorübergehender Glück. Materiellen Glück ist vorübergehend. Es gibt eine zweite Art von Glück. Es gibt drei Arten. Die erste ist materiellen Glück. Zu genießen, essen, trinken, andere materiellen Vergnügen. Das ist die eine Art. Aber das ist ganz vorübergehend. Ein paar Sekunden. Essen, wo man die Essen sehen kann, bis man das isst. Dann will man weiter essen. Das ist eine kurzfristige Vergnügen. Eine weitere Vergnügen, die zweite Ebene von Vergnügen, die tiefer ist, mehr länger dauert als Essen, ist intellektuellen Vergnügen. Wenn ein Mensch einen guten Business-Deal macht, wenn ein Liedermacher schreibt ein schönes Lied, wenn ein Schauspieler macht ein schönes Schauspiel, wenn ein Journalist schreibt einen schönen Artikel, wenn ein Arzt jemanden geheilt hat. Das ist auch ein intellektuelles, nicht nur materiellen Essen, Trinken. Das Glück dauert auch länger, es bleibt auch länger. Wow! Meine Sache. Ich bin Bauer, ich habe es gebaut. Meine Sache. Ich habe es. Das ist schon länger, dieses Freudegefühl, wenn man etwas erreicht hat. Aber das ist auch vorübergehend. Echte Glück kommt im Leben, wenn wir ein sinnvolles Leben führen. Wenn wir die Leben von anderen Menschen bereichert haben. Wenn wir wissen, warum wir auf dieser Welt sind. Wenn wir wissen, was tue ich auf dieser Welt? Warum bin ich hier? Was ist der Sinn meines Lebens? Das ist ein Glück, die viel, das ist eine Freude, eine Bedeutung, die viel mehr bedeutet. Das ist ein sinnvolles Leben. Das ist die dritte Art von Freude, von Glück. So, was ist tatsächlich die Ziel der Welt? Wann ist ein Mensch wirklich glücklich? Wenn die Mensch weiß, warum bin ich auf dieser Welt? Wenn die Mensch fähig ist, in der physischen Taten, die er macht, Sinn zu sein. Deswegen Menschen freuen sich mit sehr Kinder zu sein. Jetzt gerade in die Corona-Zeit haben wir Zeit, mit sehr Kinder zu der Zeit zu verbringen, weil das ist etwas, was wir geben, nicht wir haben. Echte Glück kommt nicht von haben, das kommt von geben. So, die echte Sinn der Welt ist mehr spirituell sinnvolles Leben in diese physische Welt zu bringen. Was ist eigentlich der Konflikt? Was ist die Schwierigkeit daran? Was ist die Schwierigkeit daran, sinnvolles Leben zu führen? Und die Antwort ist, alles beginnt tatsächlich mit einem Kampf. Es gibt immer einen Kampf, einen Krieg. Ein Krieg zwischen Menschen. Ein Krieg in sich selber. Es beginnt alles von der Person. Jeder Mensch hat zwei Stimmen in sich. Die kämpfen miteinander. Der eine heißt selbstorientiert, ich, mich.
und der andere heißt Sinn, Gott. Eine zieht nach oben, eine zieht nach unten. Eine sagt, tu was richtig ist, andere sagt, tu was mir gut ist. Das ist der Dauerkampf, den wir haben. Manchmal haben wir Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen. Gib euch ein Beispiel. Stell dir vor, jemand ruft an und sagt, willst du mit mir morgen gehen, ganz früh um 6 Uhr, einen Mensch im Krankenhaus zu besuchen? Und jetzt wegen Corona kann man nicht wirklich besuchen, aber jemanden, ganz normalen Zeiten, wollen Sie bitte um 6 Uhr mit mir gehen, zum Krankenhaus jemanden zu besuchen, als Beispiel. Hier hast du einen Konflikt. Von einer Seite, du willst was Gutes tun. Ein Mensch alleine hat niemanden, ich will was Gutes tun. Von der zweiten Seite, ich bin so müde, ich habe keine Kraft, ich habe so viel Verantwortung. Vielleicht der andere kann gehen. Es sind zwei Stimmen. Die eine Stimme sagt, tu was Richtiges. Und die andere Stimme sagt, für mich ist es nicht gut. Ich tu was mich. Diese zwei Stimmen kämpfen miteinander. Dauerhaft kämpfen, kämpfen, kämpfen. Jetzt, die Frage ist, was, zu wem hörst du? Zu deiner Seele oder deinem Körper? Zu welcher Stimme wirst du zuhören? Bist du impulsiv oder bist du reflektiv? Das ist der dauerhafte Kampf im Leben. Wenn du entschieden hast, zum Krankenhaus zu gehen, am Anfang wirst du unbequem sein. Du musst es früh aufstehen. Aber die ganze Tag lang wirst du dich freuen. Ich habe was Gutes gemacht. Wow, ich freue mich. Aber wenn du entscheidest, weiter eine Stunde mehr zu schlafen, am Anfang wirst du glücklich sein, dass du eine Stunde mehr geschlafen hast. Aber nachher wirst du unglücklich sein. Die ganzen Tage wirst du sagen, warum habe ich das nicht eigentlich getan? Genauso mit der Diät. Manchmal, du willst was essen, du weißt es nicht so gut, aber in diesem Moment denkst du, ich esse nur diese eine Sache, nicht so schlimm. Wenn du es isst, du freust dich daran. Aber nachher hast du Bereuung. Warum habe ich das gemacht? Schade, ich könnte es doch nicht einhalten. Wenn du es nicht gegessen hast, am Anfang ist es schwer, aber nachher bist du glücklich. Die Frage ist, wem hören wir zu? Welche Stimme? Und dieser Kampf ist die Geschichte unseres Lebens. Wir haben hunderte, tausende Mal diese Entscheidung zu treffen. Nicht, und diese Entscheidung, dieser Kampf, nicht nur in uns, das ist einmal in uns, einmal in unserer Familie, einmal in unserer erweiterten Familie, einmal in unserer Gemeinde, einmal in unserer Gesellschaft, einmal in die ganze Welt. So, was ist unsere Aufgabe? Was ist ein sinnvolles Leben? Wenn wir es schaffen, das Richtige zu tun, dann sind wir wirklich glücklich. Wenn ich schaffe, meine Blume soll blühen, blüten, aufwachsen. Wenn ich es schaffe, dass meine Instrumente ein schönes Lied zusammen schaffen. Wenn ich es schaffe, die volle Verwirklichung, wenn wir tatsächlich geschafft haben, das Richtige zu tun. Und wenn Mashiach wird kommen, werden wir es alle machen wollen. Wenn Mashiach kommt, werden wir diesen Kampf, diesen Dauerkampf nicht mehr haben. Weil wir werden sehen, die Sinn in die guten Taten. Deswegen werden wir es natürlich machen wollen. Und das bringt uns zu dem dritten Punkt. Was ist die Ankunft von Mashiach? Die Ankunft von Mashiach. Viele denken, dass die Ankunft von Mashiach ist ein Event, ein Ereignis. Ein Tag wird er kommen. Und entweder kommt er oder kommt er nicht. Lassen Sie sehen. Wenn er kommt, bin ich nicht dagegen. Wenn er nicht kommt, dann so. Das ist eine Fehleinschätzung nach Judentum. Mashiach ist kein Einzelereignis. Mashiach ist einen kollektiven Aufbau über mehrere Jahre. Mashiach ist ein Prozess. Ein Prozess, die für mehrere Jahre, mehrere Hunderte, Tausende Jahre. Man hat mal Michelangelo gesagt, wie schaffen sie es, aus Marmor oder aus Stein wunderschöne Skulpturen zu machen? Sagte ich, versuche nur, die arme Engel diese Skulptur zu befreien von dem Marmor, die herum ihm steht. Das heißt, Michelangelo hat schon gesehen, die Skulptur in die ungeschliffene Stein. In die Stein hat er die Skulptur schon gesehen. Und er hat nur so befreit die Skulptur von seiner Umgebung. Das ist unsere Aufgabe. Zu befreien der Welt, des Spirituellen von seinen Geschlossenheit. Mashiach ist kein Ereignis. Abracadabra, er ist gekommen.
Mashiach ist ein Prozess, die begonnen hat tausende Jahre zurück. Tausende, von Anfang an. Alle guten Dinge, die wir machen, kommen zu Mashiach. Wo hat das angefangen? Mit Adam. Als Gott Adam und Eve gesagt haben, Adam und Eva gesagt haben, gleich am ersten Tag die Schaffung, 5780 Jahre zurück. Ich mache euch eine Welt. Ich gebe euch die Welt. Le Avda u le Shamra. Aufzupassen und die zu bearbeiten. Zu machen die Welt ein Garten. Ein Garten, nicht ein Dschungel. Die Welt hat so viel positiven Kraft, positiven Energie. Wir müssen nur diese Energie entdecken. Er ist schon drin. Wie Michelangelo gesagt hat. Aber es gibt auch eine zweite Stimme. Die negative. Im Fall von Adam, die Stimme der Schlange, die gesagt hat, Sinn, nein, tu, was dir ein gutes Gefühl bringt. Das ist die andere Seite. Und er hat uns runter, die Schlange, er hat uns runter von dem Gartenbau, von der Gartenentdeckung genommen. Er hat überzeugt, durch Begierden, durch Leidenschaften. Und das hat dann Gott wieder versteckt. Weil jede gute Tat, was wir machen, entdeckt die spirituellen Gott auf dieser Welt. Eine gute Tat, eine Mitzwa, ist wie eine Verbindung. Eine Wi-Fi-Verbindung, eine 5G-Verbindung. Immer breiter, stärker. Und wenn wir zum zweiten Stimme hören, das ist eine Blockierung, eine Blockade, eine Blockierung. Eine Sünde ist eine Blockierung. So diese Welt, alle guten Taten, die gemacht waren, sind alles ein Teil von Mashiach. Immer mehr und mehr und mehr und mehr kollektiv. Zusammen. Es führt alles zusammen. Mashiach ist nicht ein Ereignis, die einen Tag plötzlich auftaucht. Mashiach ist ein System, die von dem Anfang der Welt mehr gut, mehr und mehr. Und irgendwann gibt es so viel Gutes, so viel Entdeckung, so viele Menschen haben Gutes in die Welt entdeckt und gesehen, dass die Zeit von Mashiach ist gekommen und die endlichen Gut komplett übernommen hat. Die Gut hat gesiegt. Die Gut hat gesiegt. Die Volcano aufbauen. Das ist wichtig zu betonen, weil viele machen einen Fehler und denken, das ist irgendein Ereignis, die einkommen wird. Nein, das ist ein Prozess, der begonnen hat und geht weiter und weiter und weiter und weiter mit jedem Tag mehr und mehr Gut. Und die Zeit, wenn alles, was gut gemacht werden muss, ist schon fast erreicht. Das heißt, die Sieg von dem spirituellen Sinn über die materiellen Herausforderungen. Rambam sagt das, Maimonides. Ki mala ha'aretz deya es Hashem kamayim liyam achasim. Mashiach ist, die Zeit ist, wenn die Welt wird voll sein mit Gottes Wissen, wie die Wasser deckt die Ozean. Wissen selber ist nicht automatisch eine Garantie, eine 100% Garantie für guten Taten. Göttlichen Wissen ist. Und deswegen wird sein keine Kriege. Und deswegen wird sein kein Neid. Weil wenn die Welt so gut ist und wir sehen immer die Gut in allen Dingen, wir bringen Gott nach außen. Deswegen werden wir auch mehr Toleranz haben. Was ist Toleranz? Toleranz ist zu sehen, dass jeder spielt eine Rolle. Dass jeder Mensch hat eine Aufgabe. Es gibt ein Stück Gott in jedem Mensch. So wenn man sieht Gut in allen Menschen, dann alle Menschen spielen eine unverzichtbare Rolle. Dann alles sind gut. Das ist Toleranz. Deswegen wird es ein Krieg sein. Krieg bedeutet, ich will haben mehr. Ich will mehr haben. Es ist alles von mir. Aber wenn ich sage, die Gut in alles und die Gut kommt immer kollektiv mehr und mehr, dann braucht es nicht zu kämpfen. So Mashiach ist zu verstehen, dass die materielle Welt ist ein Mittel für die spirituelle Welt. Nicht, dass die materiellen Welt nicht wichtig ist. Natürlich ist es wichtig. Es ist wichtig zu essen, es ist wichtig zu trinken, es ist wichtig Zeit zu nehmen und zu entspannen. Aber es ist alles ein Mittel. Die Ziel ist nicht materiell und mein eigenes Ego zu dienen. Die Ziel ist, die materielle Welt zu nutzen als ein Mittel. Anderen Menschen zu helfen, Gutes zu tun, spirituellen Werte in die Welt zu bringen. Beispiel, wenn du nimmst dein Auto und du besuchst jemanden im Krankenhaus, die Auto wird jetzt ein Mittel, was Gutes zu tun. Wenn du nimmst dein Geld und du spendest es an einen armen Mensch, diese Geld, die bis jetzt nur Geld war, die Geld kann normalerweise zu Streit führen, dieses Geld hat jetzt was Gutes geworden. Die Geld hat die Welt geändert.
hat die Geld hat jetzt für einen guten Zweck. Wir nutzen die Materiellen und wir machen daraus Spirituellen. Und deswegen wird auch Frieden in die Welt sein und Toleranz in die Welt sein. Eine Welt von Frieden, von Toleranz, von Einigkeit. Das ist die echte Wahrheit, die Welt. Die echte Wahrheit, die Welt, nicht wie viele denken, ist Streit und negativ. Viele denken, die echte Wahrheit, die Welt ist falsch und Streit und negativ. Nein, das ist nicht die Natur von der Welt. Die Natur von der Welt, wie Gott das geplant hat, war gut. War positiv. Es ist nur die zweite Stimme, die uns runterbringt. Mashiach ist wie eine Maschine, die richtig geplant ist. Die richtig, ein Klavier, die richtig getont ist. Die ganze Konzept von der Exil ist etwas, die runter, wie ein Zug, die runter von die Schiene gegangen ist. So Mashiach ist kein Ereignis. Mashiach ist ein Prozess. Und das bringt uns zu dem vierten Punkt. Nichtsdestotrotz, obwohl Mashiach ein Prozess ist, ist es auch ein Ereignis. Es ist auch ein besonderer Moment, wenn er kommen wird. Das ist nicht nur nach einer Stufe, das ist ein besonderer Moment, wenn er kommen wird. Und deswegen, Mashiachs Kommen muss uns nicht Angst bringen oder Unsicherheit. Es muss uns ganz viel Freude bringen, weil das bedeutet, die Welt kommt zu seinem Ziel. Das ist nicht etwas, das uns Angst macht, im Gegenteil. So, lass uns reden jetzt zusammen ein bisschen über die Ereignisse. Wie wird es sein, wenn Mashiach kommt? So, es gibt verschiedene Auslegungen. Es gibt allgemein 4 Auslegungen. Ich werde heute Abend präsentieren die jüdischen. Die 4 Auslegungen sind, die erste und zweite sagen, es ist mit Krieg gebunden. Und die dritte und vierte sagen, es ist mit Frieden gebunden. Die erste und zweite sagen, die erste Auslegung ist, wenn Mashiach wird kommen, es wird gebunden mit einem großen Krieg sein. Crusaders werden kommen und kämpfen. Armageddon, Streit, Angst, Tod, Blut. Das ist nicht jüdisch. Die zweite Auslegung sagt, es wird auch eine große Änderung und Krieg sein, aber nicht von uns, von Gott geführt. Nicht von Menschen, sondern von Gott. Auch nicht jüdisch. Die jüdische Weg ist der Weg der Frieden. Aber auch in die Weg der Frieden gibt es 2 Auslegungen. Einer sagt passiv und einer sagt proaktiv. Die erste sagt, wir müssen nichts machen. Gott macht alles, wenn er will, er bringt es. Die zweite, das ist die Tora, basiert auf die Wörter von Maimonides, basiert auf die Wörter von die Tora selber sein, sagt, ja, Mashiach wird kommen. Aber wir sollten einen proaktiven Teil daran haben. Maimonides sagt, Ani ma'amin be'munah shlema be'viyata Mashiach. Va'af afi she'it mameya im koze achakelo. Bechol yom she'yavo. She'yavo bechol yom. Ich glaube, mit vollen, festen Überzeugung, wenn Mashiach kommen. Und auch wenn er wartet. Ich warte auf ihn trotzdem, jeden Tag. Ich jeden Tag warte auf ihn. Jeden Tag. Mein Mann, die zeigt uns, dass die Glaube in Mashiach ist ein Fundament von Judentum. Genau wie die Glaube in Gott, genau wie die Glaube in die Tora. Und wenn einer sagt, ich glaube nicht in Mashiach, dann ist ein Glaube in Gott nicht vollständig. Stell dir vor, so ein wichtiges Fundament. Jeden Tag auf ihn zu warten. Aber wir haben einen proaktiven Teil in das Ganze. Jede gute Tat, was wir machen, jede Mitzwa, was wir machen, bringt die Zeit von Mashiach nahe. Es ist wie die Blume beginnt jetzt aufzugehen. Wie die Lied in der Symphonie, die beginnt jetzt gesungen zu werden. Jede Mitzwa bringt es mehr und mehr. Die Tanja, die Grundbuch, der Philosophie, der Chassidismus, sagt in Kapitel 37, Mashiachs Kommen ist abhängig auf Ma'aseinu ve'avodateinu, auf unsere Taten. Mashiach ist in uns abhängig, so wir haben eine proaktive Rolle zu spielen. Warum ist das so? Weil was ist eine Mitzwa? Eine Mitzwa ist die Erfüllung Gottes Wünsche in dieser Welt, eine Verbindung. Jede Mitzwa entdeckt und verstärkt die Verbindung zwischen Gott und der Welt, entdeckt, dass Welt in Wirklichkeit hat eine innere Bedeutung. So jede gute Tat, was wir machen, bringt Mashiach, entdeckt Gott mehr in die Welt. Unsere Aufgabe ist, diese Gut zu entdecken, die Licht zu zünden, zusammen. Und deswegen haben wir einen proaktiven Teil zu spielen. Und das bringt uns jetzt zu dem fünften Teil. Was wird sein, wenn Mashiach kommt? Wie genau wird das passieren? Wie wird das aussehen? Was wird passieren? So, alles, was ich erzähle, ist nicht
ausgedacht oder irgendwo gelesen ist. Alles steht in die Tora. Alles wird gebracht, auch im Gesetz, in die Halacha, in Maimonides, in die allerletzten zwei Kapitel von seinem Gesetzbuch, die einzige Gesetzbuch im Judentum ist, was deckt alle Gesetze im Judentum. Um zu verstehen, was Mashiach ist, wie wird es sein, wenn er kommt, wie wird es aussehen, hat Gott uns gegeben ein Preview. Weißt du, wie vorhin auf seinen Film erscheint, kommt ein Preview? Gott hat uns gegeben ein Preview. Wie wird das aussehen? Gott hat gesagt, ich mache euch ein kleines Preview, damit ihr sehen kann. Es steht, Kimeit Seidcha me Eretz Mitzrayim erenu niflaot. Genau wie beim Auszug aus Ägypten habe ich euch Wunder gezeigt. Auch jetzt werde ich euch zeigen, wenn Mashiach kommt. Ähnliche Wunder, aber viel größer. So, die Preview war die Auszug aus Ägypten. In Ägypten waren wir Sklaven. Wir waren aber nicht nur physische Sklaven. Wir waren auch emotionale Sklaven, psychologische Sklaven. Die Menschen dann hatten schon eine Sklavenmentalität entwickelt. Mehr als 200 Jahre in Ägypten. Die Menschen mussten sich befreien, nicht nur physisch. Gott hat uns physisch befreit. Wir mussten uns befreien, auch psychologisch und emotional. Wir mussten nicht die Sklavenmentalität mehr haben. Sondern die Menschen mussten frei denken. Deswegen hat Moses uns aus Ägypten genommen, weil Moses war kein Sklave, er war in die Haus von Pharao. Er ist in die Haus von Pharao aufgewachsen. Frei denken. Denken, dass ich kann überwinden meine Grenze. Ich kann neue Dinge machen. Wenn Mashiach wird kommen, wird es viel mehr sein. Wir werden sehen und verstehen, dass wir es machen können. Diese ganze Konzept von Emanzipation, die Idee von Freiheit ist dann gekommen, aber dann war es nicht dauerhaft. Wir waren zwar frei, aber nicht komplett. Wenn Mashiach wird kommen, dann werden wir noch mehr Freiheit erleben. Wir werden die Freiheit, die Grenze zwischen spirituell und physisch überwinden können. Wir werden in die materiellen, die spirituellen Sinn sehen. Wir werden sehen transparent die Energie, die positiven Energie, wie Gott in dieser Welt ist. Nicht nur an Gott glauben, wir werden wirklich sehen, die göttliche Energie, die macht, dass die Welt existiert. Nach einem Vergleich mit Ägypten. Als wir aus Ägypten gekommen sind, hatten wir Moses. Warum brauchten wir Moses? Gott konnte uns ohne Moses ausnehmen. Gott wollte, dass wir sollten ein Vorbild haben. Ein transparentes Vorbild, ein Mensch, der keine Ego hat. Ein Mensch, der sein ganzes Leben gewidmet ist in dieser Welt. Ein Mensch, der von einer Mutter und Vater geboren ist. Ein Mensch von Fleisch und Blut. Und nichtsdestotrotz, die Mensch, die sich überzeugt hat und trainiert hat, komplett zu Gott transparent gebunden zu sein und Gottes Wille in dieser Welt auszuführen. Und dieser Mensch ist der Vorbild und derjenige, der gibt uns die Vorbildskraft. Und das war Moses. Und genauso wird Mashiach kommen, wird eine Person sein, die geboren ist zu einer Mutter und Vater. Sagt es bei Maimonides. Er wird der Mashiach sein. Und er wird die Vorbild sein. Und was ist eine, was sind die Kriterien? Sagt uns bei Maimonides und Rambam. In die allerletzten, zwei letzten Kapitel sagt er, diese Person wird widmen sein Leben, Gottes Bewusstsein in die Welt zu bringen. Die Menschen mit viel Liebe und viel Vorsorge, aber die Menschen noch zu zeigen, die göttlichen Sinn in dieser Welt. Dann ist er wahrscheinlich Mashiach. Und wenn er es geschafft haben, die Menschen zusammenzusammeln und die alle Schritte einzuleiten, was steht? Den Tempel zu bauen, etc., dann ist er sicherlich Mashiach. So in anderen Worten, Mashiach ist ein Prozess und ein Ereignis. Die Prozess geht von Anfang die Welt an. Gut kommt weiter und weiter und weiter und weiter und weiter, kollektiv zusammen. Es ist ein accumulative process. Es geht immer alles zusammen. Aber es ist auch ein Ereignis, dass wenn er kommt, er wird für die gesamte Welt, er braucht nicht, es muss, Rambam sagt, es muss nicht sein eine Zeit von Wunder, es muss nicht sein am Anfang eine Zeit von, wo die Welt komplett überdreht, die ganz normale Welt, aber wir werden sein, die Sinn in die Welt sehen. Wir werden die Gut, die wir machen, wir werden immer sehen und deswegen, weil wir Gott in die Welt sein werden, wird auch tatsächlich nicht notwendig sein. Krieg und Hunger etc. Und das ist Mashiach. Mashiach ist die Verwirklichung, die Ziel erreicht in die spirituelle Navigation, in die spirituelle GPS, God Positioning System von der Welt. Und das ist tatsächlich der Grund, dass es auch ein Person ist, weil genau wie wir Moses hatten beim Auszug aus Ägypten. Stellen Sie sich vor, wie viele guten Taten sind immer gemacht. Und der Mashiach wird uns dann aus dieses Exil führen. So, es ist ein Prozess, nicht nur ein Ereignis, aber die Prozess wird vollendet von einem Ereignis.
Aber Mashiach wird uns nicht selber aus die Exil rausholen. Er wird uns rausholen aufgrund von den Millionen guten Taten, die gemacht waren über die Generation. Und das bringt uns zum Fazit, zum letzten Punkt von heute Abend. Was ist unsere Aufgabe? Vor einigen Jahren ist ein Team von CNN-Nachrichten gekommen nach New York, nach Brooklyn und haben besucht den Lubavitcher Rebbe. Und haben den Rebbe gefragt, was ist deine Botschaft zu der Welt bezüglich Mashiach? Und der Rebbe sagte, Mashiach ist auf dem Weg. Unsere Aufgabe ist, mehr guten Taten zu machen. Do acts of goodness and kindness. Das wird Mashiach in die Welt bringen. Es hört doch so einfach an. Was heißt es? Es heißt Folgendes. Wir haben früher über die zwei Stimmen gesprochen. Über den inneren Kampf, den wir haben. Die jeder von uns in unser Leben jeden Tag, täglich durchführen muss. Umgehen muss. Mit diesem Kampf. Wenn wir schaffen, mehr kollektiv als auch individuell, mehr gut über nicht gut, das ist der Punkt, wenn Mashiach kommt. Und wir sind schon fast da. Die Gut über die Nicht-Gut. Die Positiv über die Negativ. Wie beginnt man? Mit sich selber. Maimonides sagt uns, die ganze Welt ist wie eine Waage. Du kennst die Geschichte mit der Waage, ne? Einmal kommt ein Mädchen in die Schule und die Lehrerin in die Schule sagt, alle Kinder, heute, es war ein Kunstunterricht, jeder soll bitte ein Bild von einer Waage machen. Eine ganz normale Waage. Alle machen ein Kind. Jeder soll, die Lehrerin sagt die Kinder, jeder soll Bild machen, wie er oder sie Gott vorstellt. Einer macht die Sonne, einer macht Himmel, jeder macht ein anderes Bild. Wie sieht Gott aus? Ein Mensch macht ein Bild von einer Waage. Eine ganz einfache Waage. Ganz normale Waage, wo man steht drauf. Und sieht, wie viel man wiegt oder wie viel man nicht wiegt. Und die Lehrerin sagt zu den Kindern, ein wunderschönes Bild von einer Waage. Aber was hat diese Waage mit Gott zu tun? Ich habe gebeten, ein Bild von Gott zu machen. Sagt die Kinder, ich weiß nicht. Aber jeden Morgen, meine Mama stellt sich auf die Waage und dann sagt sie, oh mein Gott. Bei vielen, das ist die Vorstellung von Gott. Mein Mann, die sagt uns, jeder von uns soll wissen, die Welt ist wie eine Waage. Halb, halb, halb gut und halb nicht gut. Und stellen Sie sich vor, bei einer Waage, ein bisschen kann die ganze Waage zu einer Seite bringen. Meine Tat kann die ganze Welt zu einer Richtung bringen. Das ist unsere Aufgabe, zu verstehen, dass wir, eine kleine Tat kann eine große Wirkung haben. Wir kennen alle den Butterfly-Effekt. Wie ein Schmetterling in Berlin kann beeinflussen, ein Tsunami in Japan. Wer braucht mehr als die jetzige Zeit von der Covid-19, die Corona-Zeit anzuschauen? Früher, Stärke ist zum Ausdruck gekommen durch große. Große Armee, große Waffen. Heute ist es nicht so. Man hat einen kleinen Mikrochip in einem Computer, die mega viel beeinflussen kann. Ein Subatomic Kraft, ein kleiner Virus, den man gar nicht sehen kann, kann Millionen, zehnte Millionen, hunderte Millionen von Menschen komplett durcheinander bringen. Heute weiß man, dass die Stärke von einem Mensch und die Stärke von der Welt ist eben, was wir nicht sehen können. So stell dir vor, meine einzige kleine Tat kann die ganze Welt ändern. Weil vielleicht die Welt ist genau 50-50 und Mashiach soll jetzt kommen und wir sind fast da und boom! Das ist der Durchbruch. So, das bringt uns zu dem Punkt. Unsere kleine Tat. Ich war mal mit jemandem spazieren hier in Amerika, im Norden von Minnesota, ein Bundesstaat. Und er hat mir gezeigt, es gab dort einen kleinen Trickel von Wasser. Sagte, wenn ich meine Hand oder meine Schuhe blockiere, diese kleine Trickel von Wasser, kleine winzigen Tropfen Wasser, und ich halte es ganz lang, wird bald in die großen Fluss Mississippi keine Wasser mehr sein. Weil hier ist es ein kleiner Tropfen. Aber später dieser Tropfen kommt zu einem großen Fluss. Unsere kleine Tat kann wirken auf die gesamte Welt. Das ist uns abhängig. Großen Effekte können von kleinen Dingen kommen. Jede Mitzwa, was wir machen, jede gute Tat, was wir machen, kann wirklich wiegen auf die Waage. Wie wir sagen, Kenanos al gabe ha'anok.
wie ein kleinen Zwerg auf die Schulter von einem großen Mann. Viele denken, das ist die Idee von Isaac Newton. Aber wir Juden wissen, das ist schon hunderte Jahre früher gesagt. Wir sind vielleicht ganz klein, aber es gibt eine kollektive Zusammenstellung von allen guten Taten seit Anfang der Welt. Und wir sind wie die Zwerge. Die stehen zwar klein, aber können ganz weit sehen. Es gibt einen Marathon, wo es wird von vielen Menschen gespielt, von vielen Menschen durchgeführt. Wir haben eine ganz kleine Strecke, aber unsere Strecke ist die letzte. Stell sich vor, wir kommen nicht am Anfang, wir kommen ganz am Ende, aber wir bringen zur Vollkommenheit alles, was bis jetzt gemacht war. Das ist unsere Aufgabe. Alle Generationen stehen hinter uns. Alle warten, alle unterstützen. Und gerade heute, was heute ist, 29 Jahre seit dem Tag, was der Rebbe über Mashiach gesprochen hat und gesagt, tun Sie alles, was Sie können. Und heute ist auch Yom HaShoah, die internationale Holocaust-Gedenktag, die Holocaust-Gedenktag, die jüdischen Holocaust-Gedenktag. Die 6 Millionen ermordeten Juden, die sind alle mit uns heute. Und ich sage das auch ganz persönlich, weil mein Urgroßvater war in Auschwitz und 63 Mitglieder der Familie Teichstahl sind auch umgekommen. Ich sage, und jeder von uns ist davon beeinflusst. Unsere Aufgabe, alle warten auf uns. Generationen und Generationen warten auf uns. Und heute Abend, 29 Jahre nachdem, was der Rebbe gesprochen hat, tun sie alles, was sie können, bringen Mashiach. Ist unsere Aufgabe, dass wir zum Finishline kommen. Ich hoffe, dass wir damit erklärt haben, die Grundsätze von Mashiach, einige Misskonzeptionen und falsche Einschätzungen, was man hatte, möglicherweise weggeräumt und dass wir jetzt voll mit positiven Kraft nach vorne gehen und die letzte Tat machen, Weltfrieden zu bringen und die Welt zu sein Ziel zu bringen mit viel Licht, Freude, Wärme und Liebe. Shalom und guten Abend.